Spotfight. Wir leben Wrestling. WWE ist auf der Suche nach neuen deutschsprachigen Wrestling-Talenten. Aus diesem Grund wird der Marktführer im November erstmals einen Tryout in Deutschland veranstalten. Zudem ist auch die Website des Performance Centers der WWE nun auf Deutsch verfügbar. Während der viertägigen Veranstaltung haben bis zu 40 Teilnehmer aus Deutschland und dem europäischen Festland die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im und außerhalb des Rings zu präsentieren. Die Tryouts überschneiden sich mit dem WWE Live-Event in Köln am 7. November. Das Ziel von WWE sei es, die talentiertesten Athleten und Entertainer aus der ganzen Welt zu rekrutieren und sie zu globalen Superstars zu machen, so Triple H in einer Pressemitteilung. Des Weiteren sagte er, dass Deutschland ein wichtiger Schlüssel- und Wachstumsmarkt des Unternehmens sei. Nachdem Gerüchte kursierten, dass Neville nicht mehr unter WWE-Vertrag steht, vermeldete der PW Insider nun, dass Neville letzte Woche in Pittsburgh gesichtet wurde. Interessant ist dies, da die WWE ihre medizinischen Tests in Pittsburgh durchführt. Welche Gründe Nevilles Aufenthalt dort wirklich hatte, ist bisher noch nicht bekannt. Für den anstehenden Pay-Per-View Super Showdown in Australien wurde ein weiteres Titelmatch angesetzt. So wird AJ Styles seine WWE Championship gegen Samoa Joe in Melbourne aufs Spiel setzen. Zuvor werden die beiden bereits bei Hell in a Cell aufeinandertreffen. Der Pay-Per-View wird am 6. Oktober in Melbourne, Australien stattfinden und auf dem WWE Network ausgestrahlt. Die Fehde Joe gegen Styles wird also bis dahin weitergeführt. Mike Johnson vom PW Insider kommentierte kürzlich seine Eindrücke zur aktuellen Storyline rund um Kurt Angle. So berichtete er, dass Angle bei der vergangenen Raw-Ausgabe im Backstage-Bereich anwesend gewesen sei. Hieraus schließt er, dass die Auszeit Angles wohl nicht allzu lange dauern wird. Johnson rechnet mit seiner Rückkehr bis zum Hell in a Cell Pay-Per-View. Bei einer möglichen In-Ring-Rückkehr würde wohl Baron Corbin als erster Gegner in Frage kommen.